Ich nehme an, es geht um den Vorfall im Hotel. Was war denn im Hotel? Erzähle ich Ihnen. Ich war beim Sicherheitsdienst in Wisconsin. Und am Dienstagabend hörten wir Schüsse aus der Richtung vom Algier. Die Polizei war da. Es gab eine Riesenschießerei. Als ich dann reinging, waren drei Jungs bereits tot. Nein. Sie waren also schon tot, als Sie eintrafen. Ja, Sir. Sie tragen eine 38er. Richtig? Ein Revolver. Tragen Sie einen Revolver? Ich habe einen 38er. Schon mal jemand erschossen? Ich weiß nicht. Die Polizei... Ah, geht das wieder los. Detroit ist praktisch im Kriegszustand und die Gewalt geht weiter. Polizei und Nationalgarde befinden sich in Bereitschaft. Ich verhänge den Ausnahmezustand. Da draußen herrscht Krieg. Die zerstören die Stadt. Polizei! Für mich seid ihr alle Verbrecher. Du wirst nicht darüber sprechen. Niemals und mit niemandem. Verstanden? Die Stadt hat Probleme. Aber der Wandel kommt. Ich hab doch gesagt, wie es war. Ich will Ihnen nur helfen. Der Wandel kommt. Es sind Jugendliche. Was haben Sie denn getan? Der Wandel kommt. Die legen uns um, Mann. Der Wandel. Nur eins zählt, überlebt diese Nacht. Überlebt diese Nacht, erlebt diese Nacht, erlebt diese Nacht, erlebt diese Nacht. Melvin, willst du nach Hause? Ja. Was war also im Hotel?